Drei Tage vor der Bundestagswahl legt die AfD in den Wahlumfragen noch einmal zu. In der aktuellen INSA-Umfrage im Auftrag der BILD gewinnen die Rechtspopulisten 2 Prozentpunkte dazu und liegen nun bei 13%, der höchste Wert des Jahres auf Bundesebene. CDU/CSU verlieren hingegen 2 Punkte und kommen nun auf 34%. Die SPD verliert 1 Punkt und landet bei 21%. Die Linke liegt laut INSA bei 11%, die FDP bei 9% und die Grünen bei 8%. Etwas schlechter sieht es für die AfD beim Stern-RTL-Wahltrend des Forsa-Instituts aus. Dort kommt die Partei auf 11%, ist aber immer noch drittstärkste Kraft. Die Union bleibt unverändert bei 36%, die SPD verliert 1 Punkt und erreicht 22%. Die Linke und die FDP liegen bei jeweils 9,5%, die Grünen bei 7%. Momentan wohl keine Gedanken machen, eher darüber, ob die Große Koalition weiterleben soll oder nicht. Auf den letzten Metern vor der Wahl gibt Angela Merkel jedenfalls noch mal ordentlich Gas, nicht nur bei der Herzdruckmassage in Greifswald. Zuvor gab es von ihr Kaffee und Brötchen für die Wahlkampfhelfer. Jetzt geht es besonders um die Unentschlossenen. Ich sage einfach jetzt noch ein paar Stunden, morgen auch noch ein bisschen ran an Speck, wie wir immer sagen. Und jeder, der überzeugt werden kann, ist eine wichtige Stimme für Deutschland. In einer aktuellen Umfrage liegt die Union mit 34% weit vorne. Die SPD kommt nur auf desaströse 21%. Die Grünen landen bei 8%, die FDP bei 9%, die Linke bei 11%. Die AfD wäre mit 13% drittstärkste Kraft im neuen Bundestag. Das wollen die anderen Parteien verhindern. Grüne, Linke und die FDP kämpfen auch um Platz 3 und damit die mögliche Oppositionsführung. Immerhin gilt kurz vor der Wahl noch etwa ein Drittel der Wähler als unentschlossen. Die will auch SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz diesmal in Aachen für sich und die SPD gewinnen. Mir hat auf dem Weg durch die Gasse einer gesagt, morgen werden sich viele überrascht die Augen reiben. Das glaube ich auch, wenn ich diesen Platz sehe. Wir kämpfen bis zur letzten Minute. Unterstützt wird er dabei von seiner Frau Inge, bei der er sich auf der Bühne zum Abschluss seines Wahlkampfes bedankt. Verwirrung um ein Erdbeben in Nordkorea. Sowohl China als auch Südkorea haben die Erdstöße registriert. Während man in Seoul von einer natürlichen Ursache ausgeht, spricht die chinesische Erdbebenwarte von einer mutmaßlichen Explosion. Das Zentrum des Bebens habe in der nördlichen Provinz Hamgyong gelegen, dort wo Nordkorea auch Anfang September einen Atomwaffentest verübt hatte. Erst am Freitag hatte Pyongyang den Test einer Wasserstoffbombe angedroht und damit auf die Rede von US-Präsident Trump vor der UN-Vollversammlung reagiert.